Ja, hallo ihr Lieben, es ist wieder Samstag mit dem Ben und Thema diese Woche ist anstrengendster Teil in unserem Leben. Ja, wie ihr seht, ich grüße euch heute aus dem wunderschönen Allgäu. Ja, der anstrengendste Teil ist, glaube ich, so auf die Transition bezogen. Also was war da auf diesem Weg irgendwie der anstrengendste Teil? Ja, das ist ja für jeden irgendwie ein anderer Zeitpunkt, Zeitraum, wie auch immer, glaube ich. Aber was ich so am anstrengendsten empfunden habe, war tatsächlich, man hat ja diese Alltagstestphase und dann war so drei Viertel der Zeit rum und ich wusste ja nicht, okay, wann bekomme ich die Testo-Indikation, wann nicht, ja. Und habe halt ewig darauf gewartet und am Anfang diese ganze Outing-Geschichte und so, das war ja alles schon vorbei. Und ich dachte so, ja, und jetzt? Also, mich hat das richtig aufgeregt, weil ich so dachte, boah, ich musste immer wieder dieselben Fragen beantworten bei der Therapeutin und die hat mir immer wieder dieselben Fragen gestellt. Und ich so, ja, immer noch, ich weiß, ich möchte aber Testo nehmen. Das war irgendwie so, oh, das hat mich echt aufgeregt und ich wusste ja nicht, wann ich die Indikation bekomme. Und ich dachte so, boah. Kann nicht wahr sein, wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr so weitermachen muss, ey. Nee. ja, und das war auch so, aber auch so mental an sich irgendwie der schwierigste Teil, weil also man hat sich überall geoutet, man lebt überall als Mann und dann hat man einfach nicht die nötigen Mittel irgendwie dazu, das so nach außen zu verkörpern. Also klar, man kann sich männlich kleiden, man ja, kann auch viel durch Logopädie irgendwie so schon an der Stimme machen und so, aber. Also, man hat halt noch keinen Bart, man hat vielleicht noch eine relativ hohe Stimme und ja, das hat mich echt richtig krass genervt und irgendwann habe ich auch kaum noch irgendwie geredet oder so. Also, wenn ich jetzt weg war mit Freunden und neue Leute kennengelernt habe oder so, dann wollte ich ja direkt, dass die mich auch als Mann wahrnehmen und ja, dann habe ich gedacht, bloß nicht so viel sagen, dann fällt es bestimmt nicht auf. Ja, also das war tatsächlich auch so dieser Überbrückungszeitraum, so wann geht es endlich weiter? Und ja, ich habe es jetzt schon 200.000 Mal gesagt, dass ich mich richtig fühle auf diesem Weg der Transition. Und ja, das war wirklich so der anstrengendste Teil irgendwie oder der schlimmste Teil auch für mich, weil es also einfach auch mental schwierig war. Ne? Man wartet auf Testo, man möchte, dass sich was verändert und also nur weil man jetzt an dem Tag Testo bekommt, heißt ja nicht, übermorgen hat man jetzt den Megabart, die tiefe Stimme, ja, das dauert ja auch wieder. Und vorher weiß man ja nie genau, wie lange das dauert oder wie sich das so bei einem entwickelt. Deswegen, boah, das war echt so der schlimmste Teil irgendwie auf der Transition. Klar so während der Transition. Klar so irgendwie, weiß ich nicht, ich musste nochmal extra, also bei der Vornamens- und Personenstandsänderung, das hat ja auch ewig gedauert, das war nervig auf jeden Fall, auch die ganzen Sachen davor zu bringen, die Gutachten. Aber das habe ich jetzt nicht als schlimm empfunden. Also meine Gutachter waren total nett. Also da liest man ja auch anderes. Da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein schlimmer Zeitpunkt bei der Transition ist. Ja, ich musste halt bei der Kostenübernahme für meine Mastek musste ich auch noch so ein psychiatrisches Gutachten nachreichen. Das war auch mal kurz so ein Punkt, wo ich so dachte, oh, kann ja jetzt nicht wahr sein, dass der MDK jetzt tatsächlich noch zusätzlich was will. Und dachte so, boah, wo zauber ich denn das jetzt her? Ja, aber das war nervig, das war auch blöd, aber das war so mental gesehen für mich, also da habe ich mich nicht schlimm gefühlt. Da habe ich gedacht, okay, ich will das unbedingt, ich ziehe das jetzt durch. Ja. Ja, genau. Das war bisher so der schlimmste Teil. Also ich bin super zufrieden mit meinem Mastek- und Hysto-Ergebnis, deswegen. Also auch nach der OP hatte ich kaum bis gar keine Schmerzen. Von daher kann ich mich da echt nicht beschweren. Das war definitiv nicht der schlimmste, sondern mit einer der besten Teile auf meinem Lebensweg. Ja, und pauschal gesehen, so das Schlimmste auf unserem kompletten Lebensweg war für mich tatsächlich einfach dieses. Ja, als in Anführungszeichen Frau zu leben vor der Transition, das war so das Schlimmste auf meinem gesamten Lebensweg gesehen. Also da kann ich auch nicht sagen, die und die Situation war besonders schlimm, sondern einfach dieses verstellen müssen und nicht so leben zu können, wie man leben möchte,
Das war bisher das Schlimmste so in meinem Leben, ja. ja, genau. Ja, ich wünsche euch einfach ein schönes Wochenende mit hoffentlich genauso viel Sonne wie bei mir. Und wir sehen uns nächsten Samstag wieder.